Aber was macht eine Stadt aus? Herrscht in jeder Stadt eine urbane Atmosphäre? Was ist überhaupt mit Urbanität gemeint? Gibt es die eine Urbanität oder konstituiert sie sich immer anders? Urbanität ist mehr als die bloßen Gebäude einer Stadt, die dort lebenden Menschen oder die zahlreichen Angebote, die eine Stadt für die verschiedensten Wünsche und Bedürfnisse bereithält. Es handelt sich immer um eine Synergie dieser verschiedenen Aspekte. Urbanität ist von Bewegung, sozialer Interaktion, jeglichen Formen von Diskursen und Lebendigkeit geprägt. Ein urbaner Raum, in dem Stillstand herrscht, in dem nichts stattfindet, existiert nicht. Urbanität ist ein Ergebnis sozialer Prozesse, von Geschichte im Alltag. Es sind gemeinsam geteilte Erinnerungen, eine Lebensweise und Geisteshaltung. Urbanität ist ambivalent. Stadt, Freiheit, Möglichkeit, Leben, Offenheit, Uneingeschränktheit, Fremdheit, Einsamkeit, Vereinsamung. Urbaner Raum soll Zivilisation und Sicherheit bieten, aber auch Unordnung, Bedenkenlosigkeit und Ungezügeltheit zulassen. Städte besitzen Speichermöglichkeiten in ihren einzelnen Teilen, in Gebäuden, Denkmälern, Archiven, Büchern oder Inschriften. So haben sie die Fähigkeit, Kulturen über Generationen hinweg weiterzugeben und somit zu erhalten. Eine Stadt steht niemals still. Eine Stadt schläft nie. Städte sind in Transformation. Ein Grund dafür sind Stadtvisionen. In den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts beispielsweise bestand vielerorts die Vision, eine kleine Stadt in der Stadt zu erbauen. Arbeiten, Wohnen und Einkaufen sollten in einem Gebäudekomplex vereint werden. Je größer, desto besser, war das Motto. Bei einigen ging die Vision auf, jedoch entfachte sich vielerorts eine Debatte über Abriss oder Chance für die Zukunft, die bis heute noch immer anhält. Die Zukunft dieser über die Ländergrenzen hinweg noch häufig vorhandenen gescheiterten Brutalismusbauten ist noch ungewiss und bringt ebenso viele Befürchtungen und Ängste wie auch neue Hoffnungen und Chancen für das urbane Leben mit sich. Es ist wichtig, eben auch diese positiven Hoffnungen und Chancen zu sehen. Architekturgeschmack ist von Launenhaftigkeit geprägt. Daher kann man sich konsequenterweise auch direkt für eine Bausünde entscheiden. So lassen sich nämlich ähnliche Effekte erzielen, wie wenn eine Stadt einen international angesehenen Spektakelarchitekten engagiert. Die Spektakelarchitektur strebt danach, betrachtet zu werden. Das Hochhaus Lister Tor in Hannover, das Interkontinental in Frankfurt oder etwas weiter entfernt das Sainte-Marie de la Tourette in Évreux, Frankreich, das Torre Velasca in Mailand, Italien, die Boston City Hall in den USA, das Olympiastadion in Montreal, Kanada oder der Genex-Turm in Belgrad, Serbien. Viele dieser Bauten sind Bausünden, längst baufällig. Manche wurden umgebaut, umfunktioniert und erfolgreich genutzt, andere bis heute noch immer nicht. Bausünde ist nicht gleich Bausünde. Manche Bausünden sind schon als Fehlplanung entstanden, während andere erst mit der Zeit aus der Mode gekommen sind oder im Nachhinein durch vermeintliche Verbesserungen wie Anbauten, Umbauten, Anstriche und Dekorationen zu solchen mutiert sind. Gute Bausünden zeichnen sich durch Mut, Einfallsreichtum und einer beherzten Entschlossenheit aus. Sie heben sich souverän aus dem unendlichen Meer der gesichtslosen, allgegenwärtigen Banalitäten ab, da sie eine gute Wiedererkennbarkeit garantieren und bei genauerer Betrachtung sogar eine gewisse Schönheit und einen ureigenen Charme besitzen.
Die Hannoversche Allgemeine Zeitung schrieb noch vor einigen Wochen über das einstige Leuchtturmprojekt der 70er Jahre. Für die einen Bausünde und Schandfleck, für die anderen städtisches Wahrzeichen und ein Stück Heimat. Die Krise des E-Mail-Zentrums ist auch eine Chance.